Jetzt in Kripo Live. Er schlägt Autoscheiben ein, klaut EC-Karten und hebt damit Geld ab. Im gesamten mitteldeutschen Raum ist er unterwegs. Ein Betrüger auf der Flucht. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei jetzt um ihre Hinweise. Sonntag, der 2. Juni, hier ist Kripo Live. Guten Abend. Bei unserer ersten Öffentlichkeitsfahndung heute bittet die Wasserschutzpolizei um ihre Hilfe. Gestohlen wurde ein Boot, und zwar mitten in Leipzig. Die Täter sind mit ihrer Beute auf dem Wasser geflüchtet und wurden dabei beobachtet. Möglicherweise haben die Diebe auch noch weitere Straftaten begangen. Leipzig. Kripo Live begleitet die sächsische Wasserschutzpolizei bei der Besichtigung eines Tatortes auf der Weißen Elster. Eine Bande hat vermutlich mehrere Boote gestohlen. Ein Zeuge hat den Diebstahl beobachtet und die Polizei verständigt. Am 2. Mai wurde beobachtet, dass auf der Weißen Elster im Bereich der Nonnenstraße zwischen Könneritzbrücke und der Industriebrücke ein gelbes Schlauchboot mit 3 Personen an Bord weitere Schlauchboote im Schlepptau hatte. Eines der Boote gehört Sebastian Schmidt. Der Unternehmer aus Bayern lebt seit 10 Jahren in Leipzig. Das Boot war hier an seinem Balkon befestigt. Das war eben bei Dämmerung. Wir sind hier mit einem anderen Boot gekommen, haben hier von der Seite, haben das Boot hier unter dem Balkon abgeklemmt. Übergeblieben sind letztendlich nur die Halteseile. Mit dem Boot war Sebastian Schmidt bis jetzt oft auf den Wasserstraßen von Leipzig unterwegs. Es ist von der Marke Yamaha und hat einen Wert von ca. 1.000 Euro. Das Boot hat für ihn eine besondere Bedeutung. Denn es ist, wie nach der Binnenschifffahrtsverordnung vorgeschrieben, mit einem Schriftzug gekennzeichnet. Namensgeber ist sein Sohn Leopold. Unser Sohn ist jetzt fast 2 Jahre alt. Der ist natürlich gern da mitgefahren. Für kleine Kinder ist es ja eine feine Sache hier am Wasser mit Natur, Tiere, allem drum und dran. War das eine schöne Sache. Der Diebstahl ist für die Wasserschutzpolizei ungewöhnlich. Weil die Diebe ein hohes Entdeckungsrisiko eingehen und auch die begrenzten Fluchtmöglichkeiten auf der Weißen Elster nicht scheuen. Beides spricht gegen eine professionelle Diebesbande. Aufgrund einer Zeugenaussage konnte die Tat rekonstruiert werden. Gegen 22.15 Uhr hat sich ein gelbes Schlauchboot dem Liegeplatz eines Schlauchbootes der Marke Yamaha genähert. Die Täter lösten die Leinen des Yamaha-Bootes und nahmen es in Schlepptau, um dann flussabwärts auf der Weißen Elster wegzufahren. Es wurde beobachtet, dass das gelbe Schlauchboot zuvor 2 weitere Schlauchboote im Schlepptau hatte. Wir gehen davon aus, dass diese beiden Schlauchboote auch gestohlen wurden. Sie wurden aber bisher nicht zur Anzeige gebracht. Möglicherweise haben die Täter dann das etwa 3 Meter lange Boot in einen Transporter geladen, um schnell und unerkannt zu entkommen. Der Tatort liegt im Westen von Leipzig im Stadtteil Plagwitz. Die Weiße Elster führt an dieser Stelle an vielen Wohnhäusern der Nonnenstraße vorbei. Sebastian Schmidt weiß nicht, ob er sich noch mal ein Boot zulegen wird. Denn zuverlässig gegen Diebe schützen lässt es sich bei ihm nicht. Hier hat wirklich jemand kriminelle Energie reingesteckt. Hat sich im Baumarkt, denke ich, so ein billiges Boot besorgt, ist hier unter unserem Balkon gefahren, hat es da quasi abgeschnitten und ist dann davon gefahren. Es ist halt traurig. Es ist zum einen natürlich traurig, dass das Boot weg ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch traurig, dass man hier, dass hier nichts nied- und nagelfest ist. Vermutlich haben die Diebe mit ihrem gelben Schlauchboot an einem Abend gleich mehrere Boote gestohlen. Die Polizei bittet daher auch die anderen Eigentümer, sich zu melden. Möglicherweise ergeben sich dadurch weitere Hinweise auf die Täter. Die Fahndung nach den Bootsdieben.
jetzt in Kripo Live. Gesucht werden Zeugen, die am 2. Mai gegen 22.15 Uhr an der Weißen Elster in Leipzig-Plagwitz etwas gesehen haben, das mit dem Diebstahl in Verbindung steht. Zum Beispiel, wo und wie die Täter das Boot verladen haben. Oder ist Ihnen ein gelbes Schlauchboot mit blauem LED-Licht auf dem Elektromotor aufgefallen, das mehrere Boote im Schlepptau hatte? Das gestohlene Schlauchboot der Marke Yamaha Modell YAM310STI ist grau und trägt den Namen Leopold. Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizei Riesa, Telefonnummer 03525 722 825. Die Thüringer Polizei sucht nach diesem Mann. Es handelt sich um Marco Hoffmann, der Straftaten in ganz Mitteldeutschland begangen haben soll. Ein Vorwurf lautet gewerbsmäßiger Computerbetrug. Mit diesen Fotos fahndet das Landeskriminalamt Thüringen nach Marco Hoffmann. Gegen den 46-Jährigen liegen 5 Haftbefehle vor. Immer wieder soll er Autoscheiben eingeschlagen und alles Verwertbare aus den Fahrzeugen gestohlen haben. Er ist im gesamten mitteldeutschen Raum unterwegs und mietet sich dann ein in Hotels oder kleinen Pensionen, bezahlt er auch immer im Voraus, ja, und hat keinen festen Ankerpunkt. Das macht es uns auch so schwer, nach ihm zu fahnden und ihn zu finden. Aus den Autos stiehlt er EC-Karten und PINs, um damit Geld abzuheben. Seinen Lebensunterhalt bestreitet Marco Hoffmann durch Straftaten. Schon 2013 berichtet Kripo Live. Nach einem weiteren Bericht 2015 wurde er gefasst und zu 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Kaum entlassen, begeht er neue Straftaten. Er ist ein absoluter Einzelgänger, hat kaum soziale Kontakte. Er tritt sehr selbstbewusst auf und nennt oftmals keinen Namen oder gibt einen falschen Namen an. Für seine Einbrüche sucht sich Marco Hoffmann meist Fahrzeuge an Friedhöfen, Ausflugszielen oder in ruhigen Straßen aus. Aktuell ist er mit solch einem Golf VW 7 unterwegs. Auto und Kennzeichen sind gestohlen. Wir sprechen Menschen an, die in der Vermietung tätig sind, aber auch Tankstellenpersonal, denn er muss ja tanken, wenn er so viel unterwegs ist. Und wir wissen auch, dass sein gegenwärtig benutzter VW Golf vorn links beschädigt ist. Vielleicht ist er in einer Werkstatt damit gewesen und dort hat ihn jemand erkannt. Marco Hoffmann ist 46 Jahre alt, 1,76 groß, schlank und Brillenträger. Derzeit fährt er einen solchen schwarzen VW Golf 7R oder GTI mit beschädigtem Kotflügel vorne links. Es ermittelt das LKA Thüringen, Telefonnummer 0800 8855 110. Unbekannte haben in Nordsachsen eine, man muss es so sagen, gehörige Sauerei angerichtet. Da wurden gesundheitsschädliche Asbestplatten einfach in die Landschaft geworfen. Solche Asbestplatten irgendwo abzulegen, ist nicht nur riskant für andere, sondern auch eine Straftat. Archivbilder aus den 80er Jahren. Sie zeigen einen lebensgefährlichen Umgang mit dem Werkstoff Asbest. Asbestherstellung und Verwendung sind in Deutschland seit 1995 zwar verboten, aber noch immer sind beispielsweise Well-Asbestplatten auf vielen Schuppen und Garagendächern montiert. Professor Frank-Dieter Kopinke hat sich für Kripo Live mit den lebensgefährlichen Asbestfasern beschäftigt. Diese feinen Fasern können über den Atemwegstrakt aufgenommen werden, gelangen dort bis in die Lungenbereiche und verursachen dort 2 wesentliche Erkrankungen, Fibrose und Krebs. Wenn mit Asbest belastete Gebäude saniert werden, muss der Bauschutt fachgerecht entsorgt werden. Die Preise dafür können je nach Menge mehrere tausend Euro betragen. Offenbar wollte jemand im Landkreis Nordsachsen diese Kosten in mindestens 2 Fällen sparen. Am 6. Mai gegen 13.35 Uhr hat während seiner Streifentätigkeit der zuständige Bürgerpolizist des Polizeireviers Delitzsch eine Entdeckung gemacht. Er hat dort Well-Asbestplatten aufgefunden. Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn man diese Abfälle, was mit Asbest zu tun hat, dort liegen lässt. Kripo Live besichtigt zunächst den Asbestfundort im Bereich der Gemeinde Wiedemar. Auffällig, die Täter haben sich keine Mühe gegeben, ihren Sondermüll zu verstecken.
Die Well-Asbestplatten wurden unmittelbar neben einem Weg in die Büsche geworfen. Der Fundort ist abgelegen an einer ehemaligen Autobahnauffahrt zur A9 in Richtung München. Solange die Täter nicht ermittelt sind, trägt die Gemeinde die Kosten der Entsorgung. Der Bürgerpolizist hat zusammen mit der Gemeinde Wiedemar die Umweltbehörde, das Landratsamt informiert. Die Umweltbehörde ist jetzt dafür verantwortlich, dieses Asbest zu beseitigen. Dazu benötigen sie eine Entsorgungsfirma, die fachgerecht dieses Asbest beseitigen kann und zur Abfallentsorgungsanlage bringt. Neben dem Tatort in Wiedemar gibt es einen weiteren Asbestfundort, ebenfalls nördlich von Leipzig gelegen. Auch in Doberschütz am Rande der Dübener Heide wurde illegal Asbest entsorgt. In Doberschütz wurde am Samstag, den 30. März gegen 11.35 Uhr, die Polizei informiert von einem Jagdpächter, der dort ebenfalls 17 Well-Asbest-Platten dort aufgefunden hat. Wir davon ausgehen, dass hier jemand illegal diese Well-Asbest-Platten versucht hatte zu entsorgen. Kripo-Life besucht auch diesen Tatort. Allerdings wurden inzwischen die Asbestplatten von der Gemeinde entsorgt. Es finden sich nur noch einige Reste im Unterholz. Der Fundort in Doberschütz liegt nicht so abgelegen wie der in Wiedemar. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Tatzeitraum hier eingegrenzt werden. Die Täter müssen das Asbest zwischen dem 27. und dem 30. März 2019 im Wald abgelegt haben. Den Umweltstraftätern drohen bis zu 5 Jahren Haft. Haben Sie beobachtet, wer diese Asbestplatten an den Fundorten in Wiedemar und Doberschütz abgelegt hat? Oder haben Sie gesehen, wo solche Platten in der Gegend um die Fundorte abmontiert wurden? Ihre Hinweise nimmt jetzt die Kripo Leipzig entgegen. Telefonnummer 0341 966 4 und 4 mal die 6. Und hier weitere aktuelle Fahndungen aus Mitteldeutschland. Kripo Live kompakt. Automatensprengung. In Leipzig haben am Silvesterabend 2018 3 Personen einen Zigarettenautomaten gesprengt. Gegen 17.30 Uhr legten sie Pyrotechnik in den Automaten an der Wittenberger Straße 69 und zerstörten ihn. Die jugendlichen Täter sammelten im Anschluss Bargeld und Zigaretten im Wert von 4.800 Euro ein. Zu den 3 Tatverdächtigen, alle mit jugendlich schlanker Gestalt, gehört eine Frau mit langen, hellen Haaren. Außerdem 2 junge Männer. Einer von ihnen hatte kurze, dunkle Haare, der andere trug einen Kapuzenpullover mit weißen Kordeln. Wer kann Auskunft zur Identität der mutmaßlichen 3 Täter geben? Hinweise bitte an die Kripo Leipzig unter 0341 966 4 66 66. Räuberische Erpressung. Am 17. April 2019 wird in Chemnitz eine Frau mittags von einem Mann an ihrer Wohnungstür bedroht. Die Frau übergibt dem Mann mehrere Geldscheine. Anschließend verschwindet der Täter mit diesem schwarzen Skoda Superb. Das Fahrzeug wurde zuvor im Raum Schwarzenberg-Johanngeorgenstadt gestohlen. Der Mann ist 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch ohne Akzent. Wem ist am 17. April 2019 gegen Mittag in Chemnitz in der Nefestraße zwischen Hugo-Fuchs- und Goethestraße der Tatverdächtige oder das Fahrzeug aufgefallen? Zeugenhinweise zu Identität oder Aufenthaltsort des Mannes oder zu dem gestohlenen Skoda Superb erbittet die Kripo Chemnitz unter der Telefonnummer 0371 387 3448. Schwerer Diebstahl. Am 7. Dezember 2018 hat dieser Mann eine Tankstelle in Hermsdorf betreten. Mit einem Werkzeug hat er 2 Spielautomaten aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet. Die Tankstelle befindet sich nahe der Autobahn 4 an der Abfahrt Hermsdorf Ost. Wer erkennt den Mann oder hat ihn am 7. Dezember 2018 in der Umgebung der Tankstelle in Hermsdorf gesehen? Ihre Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stadtroda unter der Telefonnummer 03 6428 640.
Der sogenannte Enkeltrick ist, wenn man so will, ein Klassiker im Bereich der Betrügereien am Telefon. Ein nach wie vor sehr erfolgreicher allerdings. Wir zeigen Ihnen, wie Straftäter in Thüringen vorgegangen sind. Und nach einem der beteiligten Betrüger wird mit diesem Phantombild gefahndet. Am 29. Januar 2019 klingelt gegen 15 Uhr bei einem 79-Jährigen in Rudolstadt das Telefon. Bei dem Rentner meldete sich ein bisher unbekannter Mann, der offensichtlich sehr geschickt vorging und auch souverän agierte. Er redete dem Rentner ein, dass es sich um den Enkel handelte. Und der Rentner hatte zu dieser Zeit auch nie einen Zweifel daran, dass es sich wirklich um den Enkel handelt. Nach kurzer Zeit erzählt der vermeintliche Enkel, dass er ein Auto kaufen will und dafür 20.000 Euro benötigt. Der Anrufer hat wohl zunächst ein belangloses Gespräch mit dem Opfer angefangen, hat unter anderem auch gesagt, dass er einen Autokauf beabsichtigt hat, dass den Eltern nicht sagen will, ob er sich an dem Opa wendet sozusagen, sodass dieser auch keinen Verdacht geschöpft hat. Er willigte wohl gleich ein, das Geld bei seiner Hausbank zu holen. Und dort bekam er offensichtlich auch von seinem Konto die rund 20.000 Euro und hat dann zu Hause auf den Enkel gewartet. Während der Rentner in Rudolstadt Geld abhebt, klingelt bei drei weiteren Rentnern im benachbarten Bad Blankenburg das Telefon. In diesen Fällen wurde allerdings mit der sogenannten falschen Polizistenmasche agiert. Sprich, man versuchte den Leuten einzureden, dass Polizisten vorbeikommen und die Wertgegenstände der Rentner schützen will, um mögliche Einbrüche oder Ähnliches zu verhindern. Zum Glück haben in diesen Fällen alle Rentner bemerkt, dass es sich um Betrugsversuche handelte. Die drei Rentner aus Bad Blankenburg haben also kein Geld herausgegeben, die Anrufe beendet und die Polizei informiert. Ganz anders als der 79-jährige Rudolstädter. Er übergibt die 20.000 Euro an diesen Mann, vom vermeintlichen Enkel als Mitarbeiter des Autohauses angekündigt. Im Nachhinein hat der Rentner sich natürlich noch mal Gedanken gemacht über diesen hohen Betrag, den er ausgehändigt hat. Ihm ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Unbekannte, der ja vom Autohaus kommen sollte, das Geld ohne zu zählen entgegengenommen hat und dann auch sehr zügig weggelaufen ist. Der Betrug selbst wurde ihm erst klar, als er ein oder zwei Tage später den Enkel kontaktierte und der natürlich von einem Autokauf nichts wusste und sagt, er hat auch kein Geld bekommen. Der Rentner sieht noch, wie der Bote vom Ort der Geldübergabe in der Goethestraße bergab durch den Johannes-Brahms-Weg zur Kailauer Straße läuft. Dort könnte er in ein Fahrzeug gestiegen sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger Ende Januar auch noch andere Bürger in Rudolstadt und umliegenden Orten angerufen haben. Haben Sie den gesuchten Mann am 29. Januar in der Rudolstädter Goethestraße gesehen? Der Täter ist 30 bis 40 Jahre alt, ca. 1,75 groß, hat lichtes Stirnhaar und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Wurden auch Sie Ende Januar in der Region Saalfeld-Rudolstadt von Personen angerufen, die sich als Familienmitglied ausgegeben haben? Dann informieren Sie bitte jetzt die Kripo Saalfeld, Telefonnummer 03672 417 1464. In den vergangenen Wochen hatte die Kripo-Live-Redaktion die seltene Gelegenheit, die Spezialkräfte und Spezialeinheiten der sächsischen Polizei aus nächster Nähe zu beobachten. So ist eine zweiteilige Reportage entstanden, die wir Ihnen an den kommenden beiden Sonntagen zeigen werden. Hier ein erster Eindruck. Geiselnahme, Amoklauf, Terroranschlag. Wenn diese Fälle von Schwerstkriminalität in Sachsen geschehen, kommen die Spezialisten zum Einsatz. Die Spezialkräfte und Spezialeinheiten der Abteilung 4 des LKA. Leiter dieser Abteilung ist Polizeidirektor Sven Mewes. Ihm untersteht damit zum Beispiel auch das Spezialeinsatzkommando. Hier üben sie gerade mit dem Diensthund, einen bewaffneten Täter zu überwältigen. Doch bevor das SEK zum Einsatz kommt, versucht die Polizei mit dem mildesten Mittel, das sie zur Verfügung hat, eine Bedrohungslage wie eine Geiselnahme zu klären. Die Kommunikation. Herr Müller, bis jetzt ist noch keinem was passiert. Und ich bitte Sie wirklich, denken Sie an Ihre beiden Kinder. Ja, ich rufe Sie gleich wieder an. Die Experten der Verhandlungsgruppe versuchen zum Beispiel bei einer Geiselnahme, die Bedrohungslage im Gespräch zu klären.
Möchtest du hier oben sehen? Dann können wir das ganze Ding beenden. Dabei werden sie immer vom SEK unterstützt. Herr Müller? Die Beamten müssen im Notfall eingreifen und ihre Kollegen und die Geiseln schützen. In unserer zweiteiligen Kripo-Live-Reportage gehen erstmals Beamte des mobilen Einsatzkommandos vor die Kamera. Im MEK sind Männer und Frauen tätig. Bei ihrer Arbeit geht es zum Beispiel um verdeckte Ermittlungen, die Zielfahndung nach ganz bestimmten Straftätern und vor allem auch um Observation. Unsere Zielperson geht jetzt in den Wendelbäcker hinein. Zielperson sitzt weiterhin vor dem Wendelbäcker im Bereich der Kali. Und bei Kripo Live ist jetzt Polizeidirektor Sven Mewis vom Landeskriminalamt Sachsen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Mewis, wir haben gerade Ihre Kollegen vom mobilen Einsatzkommando gesehen. Und es war Ihnen ja auch bei unseren Dreharbeiten sehr wichtig, dass man diese Frauen und Männer nicht erkennt. Warum spielt Anonymität für Sie so eine große Rolle? Die Anonymität ist aus zweierlei Gründen sehr, sehr wichtig für uns. Art 1 hat in dem Trailer gesehen, dass wir in der Bevölkerung uns aufbehalten, dass wir versuchen, möglichst nahe an unsere Zielperson heranzukommen. Die meisten Einsätze laufen im zivilen Bereich und wollen dann natürlich nicht erkannt werden während des Zugriffes, um hier zielgerichtet tätig werden zu können. Mhm. Der zweite, für mich mindestens genauso wichtige Grund ist, dass wir alle Familienväter sind, haben Familie, haben Kinder. Und auch da wollen wir nicht unbedingt in der Öffentlichkeit erkannt werden, wenn wir unsere Kinder beispielsweise von der Kita abholen oder einkaufen sind. Sie leiten die Abteilung 4 beim LKA. Ihre Beamten kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um Schwerstkriminalität geht. Auf welche Fähigkeiten kommt es Ihnen bei Ihren Kollegen im Job eigentlich an? Also die wesentlichen Fähigkeiten, die wir mitbringen müssen, sowohl bei MEK als auch bei MEK, SEK und MEK, sind Stressstabilität. Mhm. Um bei unterschiedlichsten Einsätzen eben dann auf den Punkt fokussiert zu sein, ein weiterer Punkt, um den Einsatz bewältigen zu können. Wir müssen physisch stark sein, körperlich und mental, um vorbereitet zu sein, um auch dann tatsächlich auf dem Punkt genau einsatzfähig zu sein, wenn es darauf ankommt. Und wir müssen auch eine gewisse Gelassenheit mitbringen, um dann auch die Zeit abzuwarten, bis es soweit ist, bis wir zum Einsatz kommen. Was sind eigentlich die persönlichen Beweggründe für Beamte oder was sind sie auch bei Ihnen gewesen, um sich dieser anspruchsvollen und ja auch gefährlichen Aufgabe zu stellen? Ich denke, einer der wesentlichen Gründe ist die Herausforderung, von der wir betroffen werden können, in unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichsten Lagen das abrufen zu können und zu müssen, was wir gelernt haben, wofür wir ausgebildet worden sind und das, was wir gedrillt haben. Die Zusammenführung von körperlicher und mentaler Fitness über Erfahrungen, die wir aufgebaut haben, bis hin zum Umgang mit modernster Technik, zielgerichtet in den Einsatz zu bringen, um unser Ziel zu verfolgen, den Täter festzunehmen und Menschenleben zu retten. In unserer Reportage werden wir zeigen, dass in der Abteilung 4 unterschiedliche Dezernate zusammengefasst sind. Welche Vorteile bildet das denn für die Zusammenarbeit? Die Vorteile, die es bringt, ist, dass wir aufeinander abgestimmt sind. Jede Lage ist anders gestrickt, jede Situation ist anders. Und keine Lage wird normalerweise durch eine Organisationseinheit alleine gelöst, sondern es kommt darauf an, beispielsweise durch die Verhandlungsgruppe die Möglichkeit zu nutzen, den Täter zur Aufgabe zu bringen, wie in diesem Beispiel während des Filmes bei einer Geiselnahme. Geschieht das nicht oder müssen wir ad hoc mäßig handeln, dann einen Zugriff durchs SEK machen zu lassen oder eben auf der anderen Seite in der Situation, auf der Straße, dann das MEK zum Zugriff zu führen. Vielen Dank, Polizeidirektor Sven Mewis. Danke. Vielen Dank auch für Ihr Interesse. Sehr viel detailliertere Einblicke in die Aufgaben der Frauen und Männer der Abteilung 4 beim LKA zeigen wir Ihnen an den kommenden 2 Sonntagen hier bei Kripo Live.